Es hätte durchaus so einen Posten als Dispatcher frei, so ist es nicht. Wollte gerade sagen, Dispatcher wäre natürlich also auch noch frei, da hätten sie hier direkt den nächsten Ansprechpartner hier. Ja, die Reaktion ist immer dieselbe, Stevens, das habe ich auch gegeben. So, Mikio, da kennst du ja schon, wa? Flashback. Oh nein, schon wieder ich. Ab mit euch. Oh, was soll ich jetzt? Oh nee. Bin vorläufig festgenommen. End of Flashback. Also hier haben wir unseren Trading Room. Ich war nicht da, was wird hier gemacht? Besprechungen, vorne stehen wichtige Personen, manchmal auch nicht so wichtige Personen. In dem Fall steht jetzt jemand, der nicht so wichtig ist da. Bin ich jetzt wichtig? Nee, aber ganz schön hot. Er sagt komplett hässlich und fett, sagte der Officer. Officer Specky, wie er steht und wie. Sein Name ist Officer Specky? Wie heißen Sie jetzt nochmal wirklich nicht? Also. Wollen Sie mir jetzt wirklich sagen, dass Sie sich gerade nur Officer Specky gemerkt haben? Ja. He needs some milk! Oh nee, das kann doch nicht ernst sein! Tut mir leid. Das hat doch Lenny einmal erwähnt! Das ist halt im Kopf geblieben. Ja, natürlich. Nee, ich heiß nicht Pepe. Willkommen. Ja, richtig. Der Diet Coke, ja, damit ich es gleich vorweg hab. Was haben wir noch hier oben für Räume? Den Kleinbesprechungsraum. Den nehmen sich gerne die Anwälte, also der unwichtige Raum dann. Was wird hier gemacht? Was ist das? Besprechungen. Huch. Das ist was ein ist das? Overhead-Projektor. Kann man da rein? Ah, fuck! Aua, aua, aua! Mann, ist das hell! Hätten wir das nicht jemand sagen können? Mr. Falcone, gehen Sie bitte vorsichtig mit dem neuesten technischen Equipment um. Ich bitte Sie. Das ist nicht ganz günstig, okay? Oh, weiter. Okay. Dann haben wir hier noch den Weg nach oben zu unserem Helipad. Da gehen wir jetzt nicht hoch. Warum nicht? Wir können auch gerne kurz hochgehen. Ja. Ist hier die Wand für den Fototag? Kann man hier ein Foto machen? Ja. Sekunde. So ist besser, oder? Die Roomtour ist hiermit abgeschlossen. Aber, ich hab eine Frage. Ja, da war doch noch ein Dach. Sie zeigt doch nach oben. Ja. Dann gehen wir halt hoch. Lenny, kann ich aufs Helipad? Tada. Wow. Super, oder? Können wir jetzt fliegen? Mich verarschen. Wir können es probieren, Sekunde. Wenn sie mit genug Anlauf hier... ja gut, ich fliege nicht allzu gut, aber es fliegt eine kurze Zeit. Oh mein Gott! Oh Jesus, oh mein Gott! I'm a bird! Können wir jetzt einfach kommentarlos bitte die Treppe wieder runterlaufen? Können wir einfach jetzt umdrehen und gehen? Bleiben Sie dann hier oben mit dem Falcone? Nee, ich komm mit. Wo wollt ihr denn so schnell hin? Davis, haben Sie eigentlich noch die Handschelle, die ich vorhin gegeben habe? Oh, ich dachte, ich dürfte die eventuell behalten. Nicht ganz. Also, ich bin mir sicher, der Lenny bringt auch die ein oder andere Handschelle mit nach Hause. Okay. Ich hab eine Frage. Ja, bitte. Angenommen? Okay, Emotional damage! Also hier drüben erstmal haben wir den Warteraum. Hier stellen wir tendenziell... Oh, Open Air? Leck mich Open Air Warteraum. Open Air Warteraum, ich glaub's nicht. Scheiße, Mann. Hier kann man sogar rauchen. Mach die Kippe weg. Gut, geh mal. Sind Sie ein echter Officer? Ich hab die Marke irgendwo oben liegen, deswegen dachte ich mir, ich hänge mir um den Hals und lauf hier rum. Yo! Oh, jetzt gib mal die Marke, wir machen das zusammen. Oh, Anruf vom Sarge. Ja, check. Aufs Dach. Schreib. Miss Davis, ich würde sagen, den Traum vom Heli haben Sie sich doch heute Abend noch erfüllen können. Ich hab noch einen Wunsch, hab ich noch gehört. Zumindest wurde der von Mr. Kaiser vorhin geäußert. Die Dame müsste doch eigentlich mal hören, wie man ein Dispatch annimmt. Ja, richtig. Und da schlage ich gleich die Überleitung zu meinem Zinsieben. Was? Viel zu sauber. Kaiser hat er uns genommen. Was ein Hund. Das kannst du keinem erzählen. Aber jetzt will ich sagen, hat er gut gemacht. Ja, danke, Price. Ich wünsche dir einen schönen Abend, eine gesegnete Nacht. Ja, na, lass dich nicht von den Bettwanzen beißen. Wir hören uns morgen in alter Frische, wenn du den Dispatch wieder übernimmst. Was ist denn jetzt mit dem Abländlich kaputt? Ey, ich hab die Schnauze voll. Ey, Mann, was ist denn mit dem Abländlich jetzt? Hallo? Oh, Motor an und aus? Nee. Auf und zusperren? Gehen wir jetzt hier A bis Z durch, oder? Nein! Ich kann nicht mehr aus.
Okay, das war zu weit. Junge, 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 Junge. Du kannst aber auch nicht fahren. Bitte? Du darfst gleich laufen. Ich war die Gegend Richtung Osten. Ich glaube nicht, dass der hier Richtung West gefahren ist, wo wir hinterher sind. Kommentar Kommentare zu viel, ist der nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. Wir sind traurig gemacht. Tut mir leid. Das war nicht böse gemeint. Jetzt ist zu spät. Tut mir leid. Gesagt ist gesagt. Wollen Sie eine Umarmung? Jetzt ist zu spät. Es tut mir leid. Wollen Sie eine Umarmung? Worte verletzen, okay? Nein, es tut mir leid. Mann, Worte tun weh. Tut mir leid. Das war nicht böse gemeint, Herr Spiel. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Das... Es tut mir leid. Lenny! Wie hast du sie erzogen? Wirklich? Sie meint so, oh, es tut mir leid, es tut mir leid, es war nicht so gemeint, Herr. Wirklich nicht. Hast du gut gemacht. Tut mir leid. Ist das, die Miss, Davis? Ja. Ja. Genau, Miss Davis. Hallo. Ja. Guten Abend, Miss Davis. Wie geht's Ihnen heute? Nach der Fahrt geht's mir jetzt richtig gut, wenn wir aus dem Auto draußen sind. Mhm. Warum? Wer ist gefahren heute? Falcon? Ja, seien Sie verehrlich, Miss Davis, ja. Mit wem war es immer noch am besten? Können Sie ruhig einfach ehrlich sein, ist gar kein Problem. Was, wer am besten gefahren ist? Nein, mit mir war es einfach am besten. Das ist jetzt eine unangenehme Stelle. Ja, also, Falcon... Ist in Ordnung, alles gut. Der kann... Es tut mir leid. Was gar nicht zu sagen. Es wird schlimmer als ein Nein. Nein, es tut mir leid. Ich wurde traurig und gebrochen. Mit dem fahre ich nie wieder Streit. Nein. Ich habe mein Auto abgeschossen mit dem Peppern. Was ist... Komm, Falcon, komm. Die Kavallerie ist da, komm. Ui. Alter, Falcon, Maschallah, Junge. Ja, ne? Wie hast du da umgebracht? Also, Kopf ist so ein bisschen unehelicher Cortez. Also ich würde direkt wieder zum Friseur gehen, wenn mich jemand beleidigt mit Cortez. Und ein Eichhörnchen. Ja, oder? Scheiße, was zum Teufel? Da kriegt er das Wort Streifenhörnchen eine neue Bedeutung, ne? Ich wusste gar nicht, dass es übergewichtige Eichhörnchen gibt.